Liebe Freunde, willkommen zurück. Ja, Jubilos hat einen Triumph erfahren, dreiste Diebe. Der Kämmerer hat eine großzügige Belohnung für die Ergreifung der Diebe ausgeschrieben. Für Spitzel war die Summe sehr verlockend, so dass die Diebe schnell gefasst waren. 450 Baupunkte bekommen. Wirtschaft plus 3. Ja. Amiri braucht noch einen Tag, um einen Hinweis auf den Standort von Amax Grab zu finden. Und der Geschichtenerzähler ist auch noch auf der Suche. 22 Tage. Alle beschäftigt. Okay. Wir können auch mal sagen, einen Tag überspringen. Oder wir geben Baupunkte aus. Aber das würde ich dann off-cam machen. Hier das Managen von den Gebieten. Ein bisschen rumprosseln. Mache ich mal ein bisschen off-cam und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann hole ich euch doch mal dazu, weil hier habe ich was ganz Interessantes gefunden. Und zwar die Goblin-Quartiere. Die geben 3 auf Spionage. Und in Markthofen, das ist das, wo das Gebiet, wo wir auf Bocken gestoßen sind. Und auf Oleg. Da habe ich jetzt schon mal 2 Goblin-Quartiere in Auftrag gegeben. Wir bauen jetzt sogar noch ein drittes. Ah. Komm mal dahin. Und dann bekommen wir hier demnächst plus 9 auf Spionage. Und hier ist auch noch ein Leuchtturmenbau. Der gibt auch nochmal plus 1 auf Spionage. Also da kriegen wir hier schon mal 10 dazu. Jawohl. Hier können wir noch ein bisschen was bauen. Ein Fort und ein Gefängnis nebeneinander. Ah! Nee, das passt jetzt nicht mehr, leider. Nee, okay. Ja, jetzt wird es auch schon wieder ein bisschen träge, ja? Ich habe vieles gebaut. Wir lassen es erstmal so. Habe auch viele Baupunkte eingekauft. Und wir haben uns auf jeden Fall schon mal um die Spionage gekümmert. Weil wenn der Wert auf 0 sinkt, dann haben wir, glaube ich, das Spiel verloren, ja? So, also einen Tag überspringen. Und Amiri hat einen Erfolg errungen. Laut unserer Späher suchen die meisten Barbarengruppen im Zentrum von Glenneborn, westlich der Flussbiegung des östlichen Sellen. Vielleicht sollten wir diese Gebiete ebenfalls erforschen. Im Zentrum von Glenneborn. Westlich der Flussbiegung des östlichen Sellen. Ja, da haben wir auch schon ganz viel gesucht. Instandsetzung der Silberschildfestung. Dann schauen wir uns erstmal Ereignisse an. Da kann sich keiner drum kümmern, von denen die Akten gerade zur Verfügung stehen, okay. Wirtschaft. Eine neue Phase im Leben deiner Hauptstadt. Bau deine Hauptstadt zur Prunkstadt um. Es ist Zeit für Wachstum und Weiterentwicklung. Octavia ist noch 14 Tage beschäftigt. Okay, hier kann sich dann Amiri drum kümmern. Genug Baupunkte haben wir. Ja, den nächsten Hinweis würden wir halt hier in 21 Tagen erst bekommen. Dann würden wir jetzt
Ja, in Glenneborn westlich von dem Fluss. Ja, gut, dann reisen wir zurück nach Glenneborn. Hier stehen übrigens Lindsay, Eobald der Einsichtige und Alondi. Ich konnte gestern nicht schlafen. Ich musste immer zu Anni Rovetti denken. Ich hoffe, dieser Schurke schickt uns keine Assassinen hinterher. Lehrer, ich habe etwas geschrieben. Bitte hört zu. Na gut. I'll go ahead. Einmal überprüfen, ob wir ein Artefakt vollständig haben. Moment. 17 Teile, okay. Da mal Gold bekommen. Nochmal Gold. Nochmal Gold. Okay. Also weiter suchen. Weiter sammeln. So. Moment, einmal nach Typ sortieren. Und die Roben kann man ruhig hier reinpacken. Ja, und die ganzen Bücher. Die kommen in die Truhe. Und Briefe. Oh. Da habe ich mich verklickt. Oh, haben wir hier ganz schön viel. Oh, ein Cut. Okay, auf geht's. Da war übrigens Christian. Also, den hätten wir jetzt wieder mitnehmen können. Anstelle von Harim. Aber jetzt habe ich mich so an Harim gewöhnt, wieder. Christian ist natürlich der stärkere Heiler. Also, wenn es nur um Heilen geht, ist Christian besser. So, also, westlich des östlichen Sellen. Ein bisschen was haben wir ja hier noch nicht erkundet. Aber auch in der Glenneborn. Also schon hier in dem Gebiet. Ein Tag, 7 Stunden. Wir werden nicht überfallen. Okay, wir haben älteres Erdelementar, Stufe 16 und 2 Stück. Ah, vielleicht noch ein drittes, das sich dort verbirgt. Aber in die Verborgenheit gehen und zurückbewegen. Das ist keins, okay.
Lindsay, du musst einmal schauen, dass wir hier die Erschöpfung verlieren. Okay. Ja, Zimmerstufe 16, das müssen wir jetzt nicht übertreiben. Hoffe ich zumindest. bewegen Hast. Das ist ja schon mal sehr stark. Dann schauen wir, dass Mybulus hier mit den Bomben richtig schön eskalieren kann. Hat temporär Trefferpunkt, dann los geht's. Hier müssen wir aufpassen. Ja, Feuer ist ganz wichtig. Die Feuerbomben. Ja. Okay. Ja, das war's. So, schon wieder zwei erschöpft. Und ja, wir rasten einmal schnell. Herzhaftes Essen ist okay. Jawohl. So, dann gehen wir hier einmal in den Süden. Okay, wilder Zombie-Fürst. Nicht unterschätzen. Sowas ähnliches. Genau auf der gleichen Karte hatten wir schon mal so eine Begegnung, die sehr, sehr anstrengend war. Aber das sind jetzt Stufe 7 Gegner. Das ist was ganz anderes. Gleiche Karte, andere Gegner. Also, auf geht's! Erstmal ohne Bomben. Mal schauen, dass wir nicht von hinten angegriffen werden. Okay. Eine Bombe ging rein. Okay, also die Verstärkung kommt hier auch. Soweit so bekannt, auch von dort. Alles klar. Aber halt ein anderes Level. Ah. Okay. Harim einmal heilen. Ah, was haben wir hier? Okay, Krummsäbel, die geben 100 Gold. Wir sind leicht beladen. Eine Zufallsbegegnung. Unser Weg führte uns erneut an die Grenze zu Pitax, wo Banditen, die sich um das Gesetz scheren, oft auf unschuldige Opfer warten. Stellt euch vor, wie überrascht wir waren, als wir nicht auf Banditen trafen, sondern auf eine Wachpatrouille. War König Irovetti etwa entschlossen, an seinen Grenzen die Ordnung wiederherzustellen? Ich habe schon viele Wunder erlebt, aber das wäre schwer zu glauben.
Die Wache informierte uns freundlich, dass die Grenzen wegen eines Reiseverbots geschlossen seien. Der Grund sei kein Krieg und keine Seuche, sondern die Feier. Der König bereite sich auf das Sturmlichtturnier vor und sei damit beschäftigt, sich persönlich mit den Malern, Künstlern und Bühnenmeistern zu besprechen, die für das Ereignis verantwortlich waren. Der Baron und ich grinsten uns an, die armen Künstler. Der Wache zufolge hatte der König befohlen, die Grenzen zu schließen, um die Details seines kommenden Triumphs geheim zu halten. Die Wachen waren höflich, aber bestimmt. Glücklicherweise hatten wir keinen Grund, sie herauszufordern und uns gewaltsam Zutritt nach Pitax zu verschaffen. Bevor jemand uns mit einer ignoranten Frage über das Turnier beleidigen konnte, hielt ich meinen Freunden einen kurzen Vortrag. Bemüht, ein allzu kompliziertes Vokabular zu vermeiden, erklärte ich, dass das Turnier von König Erovetti begründet worden war und am Ufer des Sturmlichtflusses abgehalten wird. Allerlei Helden aus den gesamten Flusskönigreichen nehmen daran teil. Sie messen sich im Fischen, einer in dieser Gegend höchst angesehenen Fähigkeit, sowie im Prahlen und im Kämpfen, wenn man so betrunken ist, dass man sich kaum noch auf den Beinen halten kann. Ich verstehe immer noch nicht, was alle daran so lustig finden. Es gibt noch viele andere interessante Wettbewerbe ähnlicher Art. Ich konnte nicht an mich halten und platzte heraus. Ist der wahre Grund für dieses Verbot vielleicht, König Irovettis Untertanen daran zu hindern, das Land zu verlassen? Die Wache bemühte sich redlich, uns zu versichern, dass dies nur Gerüchte und Spekulationen aus unzuverlässigen Quellen seien. Wir wussten aber natürlich nur zu gut, dass es kein Gerücht war. In Wahrheit waren viele aus Irovettis Königreich geflohen und hatten in unseren Landen eine neue Heimat gefunden. Ich bin selbst der lebende Beweis dafür. Aber Fragen kostet nichts. Der Baron fragte eigens nach, was geschehen würde, wenn wir gegen das Verbot verstoßen. Die Wache runzelte die Stirn. Vermutlich würden wir kämpfen und ihr würdet gewinnen. Dann gäbe es eine diplomatische Krise und letztlich würdet ihr aus Pitax verstoßen. Wir besprachen die Situation und beschlossen, dass es unsinnig wäre, unsere Beziehung zu Pitax grundlos zu verschlechtern. Nachdem wir keinen Grund hatten, gegen das Verbot zu verstoßen, machten wir Kehrt. Pitax. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Gehen hier Richtung Westen. Hier Richtung Süden. Okay. Da waren wir noch nie beim Schlangenpfad. Wir waren noch nie beim Schlangenpfad. Habe ich das einfach hier als nicht so gehighlightet wird wie das hier? Dieser merkwürdige Pfad erinnert an eine riesige Schlange, die durch die Hügel kriecht. Herzhaftes Essen hält noch ungefähr eine Stunde an. Ein relativ kleines Gebiet. Wir werden uns einmal durchbuffen. Wir sind nicht in unserer Baronie, also Schutz gegen Gift. Schutz vor Valerie. Schutz gegen Furcht. Rüstungsbuff. Beste Hoffnung.
Aber ich glaube, ich habe gebrochen. Ja. Also feste Hoffnung und gemeinschaftliches unsichtbares Sehen haben wir. Und Hubilost wirft auch die Buffs an. Ah, Rindenhaut für Elras und Valerie. Und Geschicklichkeit für Elras. Auf geht's. Ah, schön. Schauen, dass uns hier niemand in den Rücken fällt. Ah, okay. Oha, Leute, krass. Da liegt einer vor. Eine Leiche. Und ansonsten haben wir hier wahrscheinlich nichts. Wir gucken das einmal zu Ende. Ja, okay. Da, ah, clean Stammesfetisch, also ein Barbar. Ja, nun rein da. Hm. Lindsay macht vorher irgendein Lied an. Lied des Erfolges? Nee, temporäre Trefferpunkte. So. Alle da rein, nicht nur Lindsay alleine. Okay. Oh. Andere Welt. Ein Rezept. Erste Welt Fleischpastete. Erste Weltobst. Ich glaube, davon hatten wir mal welche gehabt und haben die dann verkauft. Let us be careful. Wenn sie ein Lied ausmachen. Den Lied anmachen. Also das Geräusch gerade, das hat sich nicht gut angehört. Okay. Ja. So, was haben wir hier? Verschwimmen und schnelle Heilung 12. 29 Zauberresistenz, Stufe 14 magische Bestie, ja. Schlecht gegen Berührung. Energieresistenz gegen Elektrizität und Kälte. Und immun auch gegen Liegend. Isodämpfer ist wahrscheinlich was Giftiges und da sind wir immun gegen. Angreifen. Intelligenter Angriff dagegen durch. Ja, wir sind immun. Okay. Alles klar. Wieder ausmachen. Ja, perfekt. Wenn die dann mit Gift angreifen, genau das, wovor wir uns geschützt haben,
Wir haben hier Handschuhe. Alkali-Handschuhe. Jedes Mal, wenn der Träger diese Handschuhe mit einer Nahkampfwaffe, einem unbewaffneten Schlag oder einer natürlichen Waffe trifft, erleidet das Ziel einen 6 Punkte Säureschaden. Und Drachentöter. Plus 5 gegen Drachen nochmal zusätzlich. Also plus 5 generell und dann der Derben heißt ja, dass der Bonus nochmal um 2 erhöht wird, okay. Gegen Drachen. Ja. Und 2d6 Punkte extra Schaden gegen Drachen. Ein Langspeer. Die Handschuhe schauen wir uns nochmal an. Ja, eigentlich müsste man die Knock-Knock geben. Also, der hat 5 Angriffe in einer Runde. Hat eine sehr hohe Chance zu treffen. Macht dann auch den Gelegenheitsangriff, wenn er mit anderen zusammenkämpft. Ja, das, eigentlich keine Frage. Müssen wir nur schauen, dass wir hier bei Tricks. Ah, haben wir halt Knock Knock schon mit plus 29. Aber der Hutweg jetzt und der hat vorher nicht gegolten, oder? Weil es eine Befähigung. Also die Handschuhe machen praktisch nur einen plus 3 Bonus aus. Solange er den Hut trägt. Wissenswürfe Arcanum. Plus 5 auf Konzentrationswürfe. Bisschen Arcanum. Na, dann vielleicht doch lieber Linz die Handschuhe geben. Ja, aber das ist ja eigentlich ein No-Brainer. Der Knock-Knock, der muss diese Handschuhe kriegen, die Alkali-Handschuhe. Super cool. Ja, okay. Gut, und dann machen wir hier beim nächsten Mal weiter. Macht's gut. Bye-bye.